Es geht los mit Pilates. Wir wollen heute die Bauchmuskeln trainieren. Das heißt, ich darf fast nichts mitmachen oder es nur einmal vormachen. Und ansonsten geht es jetzt auch schon los. Wir gehen auf die Zehenspitzen und lassen eine Ferse tief und die andere Ferse tief. So, nochmal, das Thema Bauchmuskeln ist heute dran. So, dass ihr euch nicht wundert, ich werde halt wirklich nur ein- bis zweimal mitmachen und dann darf ich auch wirklich nicht. Und nur so eine Erklärung für alle Schwangeren. Die Bauchmuskeln sind hier, die sind hier auseinander. Und wenn ich Bauchmuskeltraining mache, dann gehen die noch weiter auseinander und das ist für später nicht so günstig, wenn die dann wieder zusammen sollen. Und wir lassen die Fersen wieder tief. Dann nehmen wir den Fuß und rollen ihn herum. Wir nehmen das Handgelenk und rollen es ordentlich herum. Da geht beides in die andere Richtung. Und jetzt muss ich leider nochmal aus dem Bild raus, weil meine Uhr mir weggelegt wurde. Und wieder stoppen und dann beides in die andere Richtung schwingen. Ganze Handgelenk, ein, zwei Stützübungen sind heute dabei. Und wieder stoppen. Dann nehmen wir die Arme nach vorne. Ein Finger zeigt hoch, die anderen Fingerspitzen zeigen runter und dann geht es im Wechsel und dann zur Seite. Unterarme warm machen. Handgelenke erwärmen und wieder zurück. Und das Gleiche jetzt aufeinander zuklappen und wegklappen, aufklappen. Und wieder zurück. Und wieder stoppen. Dann rollen wir die Schultern einwärts und auswärts. So, ganz einwärts, ganz auswärts. Und dann wieder stoppen, beide Hände auf die Schultern. Ein Ellenbogen rollt vorwärts und der andere Ellenbogen rollt rückwärts. Schön. Das Ganze stoppen und dann geht es in die andere Richtung zurück. Super. Und die Arme wieder lösen, locker lassen. Wir machen einen kleinen Tanzschritt. Und zwar wollen wir einmal den Fuß nach vorne bewegen und wieder zurück. Den anderen Fuß nach vorne und wieder zurück. Es geht zu den Seiten. Und zur anderen Seite, dann geht es nach hinten, dann geht es mit den Armen mit, nach vorne, zur Seite, nach hinten und vor, wir machen das flotter vor, zur Seite, nach hinten und vor, vor, seit, seit, hinten, hinten und vor, seit, seit, hinten, hinten und vor, vor, seit, seit, hinten und wir marschieren auf der Stelle. Super. Jetzt gleich, wenn wir wieder anfangen mit dem Tanzschritt, geht jeweils ein Arm nach oben. Wenn ein Bein sich nach vorne bewegt, zur Seite bewegt oder nach hinten bewegt, bewegen sich die Arme immer nur nach oben. Also noch 5, 4, 3, 2, 1 und hoch, hoch, seit, oh Gott, seit, hinten, hinten und vor, vor, seit, seit, hinten, hinten und vor, vor, seit, seit, hinten, hinten, letzte Runde, vor, seit, seit, hinten und wir marschieren wieder auf der Stelle. Das nächste Mal, wenn wir einen Fuß nach vorne bewegen, bewegt sich eine Hand nach hinten. Wenn sich ein Fuß zur Seite bewegt, bewegt sich die Hand zur anderen Seite. Und das gleiche nochmal umgekehrt, bewegt sich ein Fuß nach hinten, bewegt sich eine Hand
Nach vorne, noch 5, 4, 3, 2, 1 und vor, vor, seit, seit, hinten, hinten 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 und vor, letzte Runde, seit, seit, hinten, hinten und stopp, stehen bleiben und dann öffnen wir ein bisschen unsere Füße, stellen uns sehr breitbeinig hin und lassen erstmal beide Arme zur Decke wandern und dann fließt der rechte Arm zur linken Seite rüber und wir tauchen ab und tauchen auf der anderen Seite wieder auf. Hoch der Arm, nochmal, der rechte Arm gleitet rüber. Wir ziehen und haben guten Zug. Seitlich am Rumpf spüren wir die Dehnung. Und es geht nochmal rüber zur Seite, abwärts tauchen und wieder auftauchen. Und es geht dann zur anderen Seite, der linke Arm zieht, rüber, abwärts tauchen. Und zur anderen Seite wieder auftauchen. Nochmal, der linke Arm zieht rüber, abwärts tauchen. Und auf der anderen Seite wieder auftauchen. Wir machen das ein letztes Mal. Rüber geht's, abtauchen. Und auf der anderen Seite wieder auftauchen. Dann öffnen wir die Arme. Es geht nach vorne. 90 Grad Winkel erstmal in der Hüfte und dann zur einen Seite, zur anderen Seite. Und dann rüber und rüber und rüber und rüber. Und Armknöchel einmal vorbei stretchen und rüber und rüber und rüber und rüber. Ein letzter Stretch und wir lassen die Arme baumeln, Knie weich. Und Wirbel für Wirbel richten wir uns langsam wieder auf. Wir wollen einen Fuß zur Seite schauen lassen und stretchen uns. Hier sollte der Stretch ankommen und dann gucken wir auch da in diese Richtung rein. Und dann machen wir weiter mit der Bewegung, mit der Dehnung und der Unterarm legt sich auf den Oberschenkel, den anderen Arm lang rüber und wir ziehen uns in die Länge. Dabei verdrehen wir jetzt immer den Arm in der Schulter ganz verschrauben, ausprobieren, zieht es vielleicht ein bisschen mehr im Rumpf, die Wahrnehmung schulen, zieht es an den Rippen mehr, wenn wir den Arm verschrauben. Jetzt nehmen wir noch das Brustbein mit als Wahrnehmung dazu. Wir drehen das einmal nach unten, dann lass es einmal nach oben schaut, dann wieder abwärts schauen lassen und dann den Arm dabei immer verdrehen und jetzt mal gucken, wo hat es vielleicht am meisten gezogen und da, wo es am meisten gezogen hat, da sind die meisten Verklebungen, da bleiben wir nochmal 10 Sekunden drin und wippen und richten uns dann wieder auf. Der andere Fuß schaut zur Seite. Es geht rüber und da wippen wir jetzt wieder rein. Genau. Dann legen wir den Unterarm ab, lassen den anderen Arm lang über den Kopf wachsen und verschrauben erstmal nur den Arm in der Schulter. Beide Richtungen, alles was möglich ist. Super. Und jetzt drehen wir mal den Rumpf mehr nach unten schauend. Oder wir schauen mehr zur Decke. Und die Armbewegung macht weiter. Wir gucken mal, was geht, was wir rausholen können. Weiter wippen. Reinstretchen, reindehnen. Kleiner Rebound-Effekt. Die Faszien laden. Und Verklebungen lösen. Super. Und wir stoppen wieder, wischen nach unten, schauen mit den Fußspitzen nach vorne und Knie weich,
Wirbel für Wirbel richten wir uns wieder auf und kommen wieder hoch in den Stand. Nächste Übung zeige ich von der Seite, Po nach hinten raus, Hände auf die Oberschenkel und wir werden ganz rund im Rücken, drehen auf den Handtellern auswärts und schauen hoch, einwärts und auswärts und einwärts und auswärts. Ausatmen, wenn wir rund werden und einatmen, wenn wir auftauchen, aus. Und wieder ein und aus und wieder ein und aus. Ein letztes Mal wieder ein und wir tauchen auf. Super schön. Und dann strecken wir die Arme, gehen hoch auf die Zehenspitzen und es geht wieder tief. Jeder in seinem Tempo. Und so, dass wir auf den Großzehenballen den Druck wahrnehmen. Und hoch geht es. Und hoch geht es. Und einatmend hoch. Am besten im eigenen Tempo, im eigenen Atemrhythmus. In die Länge ziehen. Da kann ich sagen, das tut in der Schwangerschaft richtig gut. Und hoch geht es. Und ein letztes Mal. Und dann nehmen wir die Arme zur Seite hoch. Stellen uns bequem, die Knie weich. Und wir tun so, als hätten wir zwei Wände, die wir wegschieben wollen. Und dabei bewegt sich nur das Brustbein zur Seite. Super. Und wieder die Arme einmal locker lassen. Letzte Übung geht an die Hüfte. Wir nehmen das Knie hoch auf Hüfthöhe und dann malen wir eine liegende Acht. Ein Schwung nach rechts, ein Schwung nach links. Mit dem Knie malen und nicht mit dem Fuß. Und ein letzter Schwung und wir lassen den Fuß wieder runter sinken, das andere Bein kommt hoch. Genau dieselbe Übung. So, noch zweimal schwingen, rechts, links und dann lassen wir den Fuß wieder runter sinken. Und wir starten mit Pilates in Rückenlage. Fast alles, was in Rückenlage bei Pilates stattfindet, sind auch Bauchmuskelübungen. Und da fangen wir an. Ich gehe schön über die Seite und komme dann in Rückenlage an. So, und jetzt ist erstmal die leichteste und wirklich leichteste Übung für die tiefen Bauchmuskeln. Die Beine sind unbedingt angestellt und das Becken, das rollt jetzt ran und das Becken rollt wieder weg. Das bedeutet, wir wollen das Schambein Richtung Bauchnabel rollen lassen und wieder wegrollen lassen. Ranrollen und wieder wegrollen. Ganz simpel. Gar nichts Anstrengendes erstmal draus machen, noch gar nicht speziell atmen, sondern nur erstmal wahrnehmen, dass der Lendenbereich sich einmal in die Matte reinpresst und dann wieder löst. Und dann wollen wir ein bisschen höher rollen, so dass hier einmal die Hände unterm Becken durchwischen können. Und dann rollen wir wieder abwärts. Ziel ist es, erstmal den unteren Abschnitt der geraden Bauchmuskulatur und die tiefe Bauchmuskulatur zu erreichen. Wir wollen wieder aufwärts und wir rollen wieder abwärts. Mit dem Ausatmen aufwärts rollen, Hälfte der Wirbelsäule und dann wieder abwärts rollen. Mit dem Ausatmen aufwärts rollen, wie eine Perlenkette. Einmal aus der Schatulle einen Wirbel nach dem anderen heben, eine Perle nach der anderen auch wieder ablegen. Aus und wieder ein. Und mit dem Ausatmen verkürzen wir hier den unteren Bauchabschnitt.
den Unterbauch kurz machen. Das wäre tatsächlich auch eine Wochenbettübung. Ich übe schon mal vorweg. Mit dem Ausatmen hoch, mit dem Einatmen wieder sinken lassen. Aus und wieder ein. Und wir machen das noch zweimal, sodass diese beiden Beckenpunkte Richtung Nasenspitze zeigen. Und lassen dann das Becken wieder ganz entspannt liegen. Nehmen einmal die Knie ran an den Bauch. Einfach nur ganz entspannt halten. Und den Unterbauch loslassen. Richtig entspannen. Und dann lassen wir die Füße langsam wieder sinken. Und wir legen eine Hand oben auf das Brustbein. Oberhalb der Brüste ist eine große Knochenplatte, gut spürbar. Da liegt jetzt der Handteller drauf und hinten im Nacken. Da legen wir jetzt die andere Hand und die hintere Hand, die darf gerne mithelfen. Mit dem nächsten Ausatmen wollen wir erstmal das Brustbein Richtung Boden sinken lassen. Und dann schwebt der Kopf mit hoch. Jetzt haben wir die obere Bauchmuskelreihe. Mit dem Einatmen geht es wieder zurück. Ausatmen, sinken lassen, das Brustbein, Nasenspitze vor, einatmen, zurück. Ausatmen, sinken lassen und einatmen, zurück. Ausatmen, sinken lassen, das Brustbein, Nasenspitze zeigt nach vorne. Und so wiederholen wir das. Mit jedem Ausatmen schnüren wir das Powerhouse zusammen. Einmal den Reißverschluss aktivieren und hoch geht's. Und einatmen, zurück. Einmal den Beckenboden, den Bauchnabel und das Zwerchfell. Und da die Übung etwas länger dauert, ruhig den Kopf hinten ein wenig unterstützen. Wir können mit der kleinen Fingerkante auch einen kleinen Zug an der Schädelansatz, Schädelbasis bilden. Und einen kleinen Stretch hinten im Nacken machen. Und das war das letzte Mal. Wir lassen die Arme wieder sinken. Jetzt rollen wir den Kopf mal nach rechts, nach links. Einmal den Nackenmuskel entspannen. Und dann wollen wir den Kopf wieder entspannt liegen lassen. Und jetzt kommt beides zusammen, Unterbauchmuskeln, Oberbauchmuskeln. Das heißt, wir legen wieder die Hände, eine in den Nacken, eine auf das Brustbein. Die Fersen dürfen ruhig ein bisschen näher ans Gesäß und mit dem Ausatmen rollt das Becken ran und das Brustbein tief, der Kopf schwingt hoch. Beides maximal angenähert, das ist schon der Crunch, besser geht's gar nicht. Und dann gehen wir langsam wieder zurück. Mit dem Ausatmen Bauchnabel sinken lassen, mit dem Einatmen zurück. Ich mache es noch ein letztes Mal mit Ausatmen, rollt das Becken ran und einatmen zurück. Ihr macht weiter mit dem Ausatmen, Kopf schweben lassen, einatmen zurück. Mit dem Ausatmen Brustbein tief, einatmen zurück. Ausatmend rollt das Becken ran und einatmend wieder zurück. Noch dreimal annähern und wieder entfernen. Schambein und Brustbein bewegen sich aufeinander zu und der Bauchnabel sinkt immer tief Richtung Matte. Und dreimal geschafft sind, einfach die Arme wieder entspannt ablegen. Die Beine geschlossen halten und die Beine nach rechts und nach links schaukeln. Und dann bauen wir uns in die nächste Übung langsam zusammen. Wir stellen die Beine wieder auf. Es geht in die Hundreds. Wir lassen die Arme schweben über dem Boden und erstmal nur die Armbewegung studieren wir ein. Und zwar wippen die Arme über dem Boden, auf einer Ebene, in einer Ebene. Dann drehen wir das ganze Ensemble um und dann wippen wir auf dieser Ebene, in dieser Ebene.
Und jetzt wollen wir fünfmal abwärts schauen lassen, die Handinnenfläche, und das ist so rum. 1, 2, 3, 4, 5, dann drehen wir um und 1, 2, 3, 4, 5, wieder umdrehen und 1, 2, 3, 4, 5, drehen, 1, 2, 3, 4, 5, entspannt ablegen. Jetzt wollen wir jedes Mal, wenn die Handinnenfläche nach unten schaut, ausatmen, 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 und dabei wird das Powerhouse, das wird, die Bauchmuskeln werden immer enger, 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 enger und nähern sich, nähern sich, nähern sich. Und dann geht es ein, wieder auf. Und das immer im Wechsel, das leite ich genau an. Mit dem nächsten Ausatmen erstmal zentrieren, die Arme schweben über dem Boden. Einatmen zur Vorbereitung und los geht's. Und aus, enger, enger, enger. Am engsten umdrehen, 1, 2, 3, 4, 5. Und aus. Und ein. Und aus. Und ein. Und aus. Und ein. Noch letztes Mal aus und enger. Spüren, wie es enger wird. Und entspannte Arme, Bauch loslassen. Die Knie wieder ran an den Bauch. Und jetzt wird die Übung gleich ein bisschen gesteigert, dass die Bauchmuskeln auch immer mehr gefordert werden. Erstmal schaukeln wir zur Entspannung die Knie ran. Und jeder so, wie es ihm heute Morgen gut tut. Oder heute Abend. Oder heute Mittag. Und dann einmal die Beine wieder abstellen. Mit dem nächsten Ausatmen zentrieren wir uns. Wir denken wieder den Beckenboden nach innen oben rein, den Bauchnabel, wir wollen das Zwerchfell schmal werden lassen. Die Beine nacheinander hoch in den 90-90-Winkel. Die Arme schweben wieder über dem Boden. Und wir atmen ein zur Vorbereitung und dann geht es los. Wir atmen aus, fünfmal aus. Aus, umdrehen, ein. Und aus. Und ein. Und enger wird das Powerhouse. Letzter ein. Und 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und aus. Und ein. Und aus. Und ein. Letzte Runde aus. Enger am engsten. Wir lassen die Arme wieder sinken. Und die Beine nacheinander. Und wir wollen einfach nur die Knie auseinander fallen lassen. Und wir schaukeln die Knie nach rechts und nach links. Und dann kommt jetzt gleich die dritte Version, die werde ich nur kurz mitmachen und gehe dann zurück in die 90-90-Stellung der Beine. Und ihr macht weiter mit langen Beinen. Dann stellt ihr die Beine wieder auf, mit dem nächsten Ausatmen zentrieren. Und wir lassen die Beine erst nacheinander hoch in den 90-90-Winkel. Wir lassen die Arme schweben und das Brustbein sinken lassen, der Kopf schwebt. Das mache ich jetzt ganz kurz vor. Beide Beine lang nach vorne rausschicken. Ihr bleibt so, ich gehe wieder zurück. Und dann einatmen zur Vorbereitung und wir federn die Arme aus und ein. Und aus, ein. Nochmal aus, enger. Eure Beine sind lang und ein. Und aus und ein. Letzte Runde aus. Aus, die Arme, der Kopf sinken langsam. Die Beine kommen zurück in den 90-90-Winkel und dann dürfen sie Richtung Boden sinken. Die Arme legen wir in U-Halte, die Knie sind geschlossen und dann rollen wir das Becken zur einen Seite, zur anderen Seite.
Und dann lassen wir die Beine wieder aufgestellt. Wir widmen uns den schrägen Bauchmuskeln, die dir eine schmale Taille machen. Und auch das mache ich wieder nur zweimal mit, dann höre ich auf. Mit dem nächsten Ausatmen wird sich zentriert und wir lassen die Beine nacheinander hoch in den 90-90-Winkel. Die Hände bleiben am Nacken. Eigentlich nur die Finger gucken, wer das so gar nicht mag, weil es in den Nacken reinzieht vielleicht, der legt einfach die Hände wirklich übereinander und unterstützt den Nacken. Und dann wollen wir auch schon loslegen. Mit dem linken Bein geht's lang raus. Das rechte bleibt im 90-90-Winkel. Rechte Schulter verfolgt die Bewegung. Es geht um die Rotation im Rumpf. Nicht, dass der Ellenbogen das Bein verfolgt, sondern die Schulter. Mit dem Einatmen geht es zurück. Ausatmen, die andere Seite. Einatmen, zurück. Im Wechsel ausatmen und einatmen. Ich mache ein letztes Mal mit. Aus und wieder ein. Und aus, langes Bein und wieder ein. Und aus, das andere Bein lang raus. Und aus, die Schulter verfolgt das linke Bein. Und aus, die linke Schulter verfolgt das rechte Bein. Noch zweimal, aus, hoch geht's mit einer Rotation und aus, hoch geht's auf der anderen Seite. Wir lassen den Kopf sinken, die Beine sinken und einmal entspannt die Beine ablegen. Einfach gar nichts machen und spüren, wie die Bauchmuskeln entspannter werden und locker sind. Die Übung kommt gleich nochmal. Und dann stellen wir die Beine wieder auf. Ich mache es zweimal mit, dann höre ich auch wieder auf. Die Hände wieder in den Nacken, selbe Übung. Ausatmen, zentrieren, festes Powerhouse. Wir lassen die Beine nacheinander hoch in den 90-90-Winkel. Und dann fließt das Bein lang raus. Rotation im Rumpf. Und das andere Bein lang raus. Fließen lassen aus der Hüfte. Ihr macht weiter mit dem Ausatmen, fließt das Bein lang raus. Mit dem Ausatmen fließt das andere Bein lang raus. Im Wechsel aus, lang raus. Und aus, lang raus. Noch viermal lang raus, fließen lassen. Jedes Bein ist noch zweimal dran. Lang raus mit der Rotation im Rumpf. Und ausatmen, lang raus. Und ausatmend lang raus. Und wenn ihr dann mit der Übung fertig seid, lasst die Arme langsam wieder runter, die Beine zurück in den 90-90-Winkel und die Übung dann abbauen. Und dann nehmen wir die Knie ran an den Bauch und dann schaukeln wir die Knie nach rechts und nach links. Ganz entspanntes Schaukeln. Und so schnell oder so langsam ihr mögt, so weit oder nicht weit, das ist überhaupt nicht wichtig. Einmal das Kreuzbein, das Becken wahrnehmen, Darmbein schaufeln, Kreuzbein. Super. Und dann malen wir Kreise mit den Knien. Und die Kreise gehen auch andersherum. Und dann stellen wir die Beine langsam wieder ab. Sehr schön. Dann machen wir weiter mit den tiefen Bauchmuskeln. Der Korkenzieher ist dran. Wir wollen mit dem Ausatmen beide Beine lang zur Decke hochgleiten lassen. Auch das begleite ich nur kurz die Übung. Hände fest am Boden, die helfen hier mit. Zunächst rollen wir die Beine im Kreis herum und nehmen minimale Bewegungen im Becken wahr. Das Kreuzbein spüren wir am Boden, wir spüren den Lendenbereich am Boden. Ausatmen geht es herum. Und ausatmend herum, lange Beine. Und ausatmen, fließen die Beine in die Länge. Und jetzt geht es millimeterweise immer höher. Ausatmend immer höher.
Ausatmet immer höher. Macht weiter, ihr wollt der Decke mit den Füßen entgegenkommen. Ausatmet hoch und ausatmet höher kreiseln wie ein Korkenzieher. Die Spirale aufwärts arbeiten und dann langsam das Becken wieder zum Boden sinken lassen. 90-90 Winkel und nacheinander absinken lassen. So, merkt euch, wie rum es hochging. Und jetzt geht es auch andersrum. Und auf jeden Fall kann das Becken, das ist nicht viel, das kann ein Millimeter über dem Boden schweben, reicht vollkommen aus für die tiefen unteren Bauchmuskeln. Die laufen wie so ein Ring, das ist so ein querverlaufender Bauchmuskel, läuft von hinten von der Wirbelsäule einmal nach vorne, unterhalb des Bauchnabels ist der. Gibt uns viel Stabilität für den Lendenbereich. Wir machen das nochmal mit dem Ausatmen, zentrieren die Beine nacheinander hoch. Und wir schicken die Beine in die Länge. Und dann geht es anders herum zurück. Erstmal entspannt, noch nicht aufwärts. Erstmal das Kreuzbein fest am Boden spüren. Die Hände kriegen einen guten Druck am Boden. Und mit dem Ausatmen geht es höher. Ausatmen geht es höher. Und ausatmen geht es höher. Ihr macht weiter mit jedem Ausatmen. Spürt, wie das Becken sich vom Boden leicht löst. Ausatmen, noch höher. Noch dreimal höher arbeiten. Und höher arbeiten. Und ein letztes Mal. Und dann geht es wieder zurück in den 90-90 Winkel und nacheinander. Wieder runterlassen. Dann geht ein Bein in die Länge, das andere Bein hoch. Und dann holen wir uns das Bein rüber und den anderen Arm spreizen wir ab, dem schauen wir nach. Und dann geht es da wieder raus. Langes Bein, das andere Bein hoch in den 90-90 Winkel und rüber holen. Jeder kann da so weit gehen, sodass die Schulter noch knapp den Boden erreicht. Da hat jeder seine eigene Dehnung, seine eigene Dehnfähigkeit. Und dann geht es wieder raus aus der Drehdehnlagerung. Und jetzt, diese Übung kann ich wirklich nur noch anleiten, die geht nicht mehr bei mir. Und zwar sollt ihr gleich beide Beine nach hinten schleudern und die Füße, die Fußsohlen sind wirklich hier hinter euch. Und dann könnt ihr erst noch das Becken mit den Händen unterstützen. Und jetzt erstmal ohne Atmung, ohne dass ich irgendwas noch anleite, erstmal probieren, dass ihr da rumkommt. Es geht mal einmal mit Schmackes. Mit beiden Füßen hinter euch, die einmal hinter euch werfen, da bleiben und die Beine sind lang. Der Druck ist auf den Schultern und nirgendwo anders und die Arme, die können jetzt Richtung Boden wieder runter sinken und am Boden bleiben. Und jetzt geht es Wirbel für Wirbel aus dieser Position wieder raus. Spürt jeden Wirbel, der sich nach und nach wieder zum Boden ablegt. Die Beine wollen lang bleiben und die Fußsohlen wollen weiter zur Decke schauen, zur hinteren Wand. Und mit jedem Ausatmen geht es tiefer und tiefer und tiefer mit der Wirbelsäule. Ganz zum Schluss rollt das Becken ab, dann sind die Beine in dieser Position. Und dann lassen wir sie in den 90-90 Winkel und nacheinander wieder ablegen. Der Rollover, den macht ihr nochmal, den sage ich bewusst, macht ihr, nicht wir. Mit dem Ausatmen schleudert die Beine weit hinter euch. Lasst sie in der Länge lang hinter euch. Füße geflext, Beine leicht geöffnet und mit jedem Ausatmen geht es Wirbel für Wirbel tiefer. Und je tiefer es geht, desto mehr Anspruch kommt beim Bauchmuskel an und es geht tiefer und tiefer, die Beine bleiben lang und die Fußsohlen wollen weiter hintere Wand angucken, bis es nicht mehr geht, bis ganz zum Schluss das Kreuzbein abgerollt wird. Die Beine lang sind und dann 90-90 Winkel nacheinander zum Boden sinken lassen. Der kommt ein letztes Mal.
Einmal einatmen zum Vorbereiten und mit dem Ausatmen mit Schmackes werft ihr die Beine hinter euch, lange Beine. Und wenn die Hände fest am Boden sind, wollen die Fußsohlen weiter nach hinten schauen, als würdet ihr Klingelknöpfe drücken. Und die wollt ihr gedrückt halten und währenddessen geht es Wirbel für Wirbel aus der Position raus, nacheinander. Und die Beine sind lang, die Fußsohlen schieben sich noch weiter nach hinten, während es Wirbel für Wirbel tiefer geht. Und ganz zum Schluss rollt das Kreuzbein am Boden auf, bleibt fest. Die Beine sind in dieser Position und ihr lasst sie 90-90 runtersinken und nacheinander zum Boden entspannen. Lange Beine, lockern die Beine. So viel zum Thema Bauchmuskeln. Und dann stellen wir die Beine wieder auf und widmen uns wieder den schrägen Bauchmuskeln. Mache ich auch schon wieder nur kurz mit. Mit dem nächsten Ausatmen zentriert euch und schickt beide Beine in die Länge. Jetzt sinkt das Brustbein, der Kopf schwebt hoch und wir greifen uns die rechte Wade. Wir lassen das linke Bein lang wegleiten, das rechte zu uns. Einatmend wechseln, ausatmend wechseln. Ihr macht alleine weiter, aus und ein, immer im Wechsel. Lasst die Beine in einer Schere aneinander vorbeigleiten und aus und wieder ein und aus und wieder ein und aus und wieder ein. Lange Beine. Auch das Bein, was zu euch kommt, wird nicht angewinkelt. Es bleibt gestretched und fließt in die Länge raus. Lasst die Fußspitze in die Länge rausschauen. Ein und wieder aus. Ein letztes Mal, dann geht es zurück in den 90-90-Winkel und die Beine nacheinander wieder runter sinken lassen. Und dann holen wir uns die Knöchel von einem Bein, von einem Fuß und das Knie sinkt Richtung Boden. Und dann stellen wir das Bein auf. Das andere Bein, den Fuß so zur Seite bewegen und schieben, dass wir den Knöchel erreichen mit der Hand und dann das Knie so weit sinken lassen. Da hat jeder seine Dehnfähigkeit, sein lockeres Gewebe oder festeres Gewebe. Und wieder aufstellen, locker stehen lassen. Es geht dann in die Low Abs. Hier oben sind wir tiefenentspannt. Wir haben ganz, ganz lockere Schultern, lockere Gesichter. Unsere Stirn ist tiefenentspannt. Und mit dem nächsten Ausatmen zentrieren wir uns. Wir lassen ein Bein hoch in den 90-90-Winkel. Und mit dem Ausatmen geht es tief, mit dem Einatmen geht es hoch. Aus und wieder ein und aus und wieder ein. In eurem Atemrhythmus. Der Kniewinkel bleibt festgefroren, der Fuß bleibt geflext. Und so aktivieren wir den tiefen Bauchmuskel, den tiefen Hüftbeugemuskel ein und wieder aus. Das Kreuzbein klebt fest am Boden. Das Kreuzbein ist schwer wie Blei oder tief verwurzelt im Boden und es verankert sich in der Matte. Eine Fehlerquelle wäre, wenn das Kreuzbein immer mitschaukelt. Ich mache es einmal verkehrt vor. Das Kreuzbein bleibt liegen und wir wollen nur das Bein sich bewegen lassen. Ein letztes Mal. Und dann lasst den Fuß wieder sinken. Das andere Bein macht direkt weiter. Mit dem Ausatmen sinkt die Ferse, mit dem Einatmen hoch. Und es ist gar nicht so sehr Ziel, dass die Ferse den Boden berührt. Es ist Ziel, dass wir hier eine gute Wahrnehmung reinbekommen. Dass wir eine gute Wahrnehmung für unser Kreuzbein, die große Knochenplatte in der Mitte von unserem Becken bekommen.
und dass das Bein sich ganz alleine bewegen kann und es nicht alles immer in Massensynergien enden muss, sondern das Becken fest am Boden integrieren. Aus und wieder ein. Und den Kniewinkel festfrieren, sehe ich viel bei meinen Teilnehmern. Das hier ist nicht Ziel der Übung. Immer noch 90 Grad wie eine Spange, die das Knie umklammert. Und ein letztes Mal. Und dann lassen wir den Fuß wieder sinken und die Beine, den Hüftbeugemuskel, alles entspannen, locker liegen lassen. Beide Arme lange hinter uns. Und dann fließt eine Seite in die Länge. Und dann fließt die andere Seite in die Länge. Und dann auf einer Seite länger werden. Recken und dann auf der anderen Seite länger werden. Eine Seite in die Länge dehnen und die andere Seite in die Länge dehnen. Das tut schon gut in der Flanke. Spürt die Dehnung, das ist super. Das ist wirklich super, merke ich. In meinem Zustand herrlich. Und wieder stoppen. Wir gehen in die Low Abs 2. Wir stellen die Beine wieder auf. Alles spricht den tiefen und unteren Bauchmuskel jetzt an. Mit dem Ausatmen zentrieren wir uns. Wir lassen die Beine nacheinander hoch in den 90-90 Winkel. Jetzt ganz wichtig, dass das Becken fest am Boden kleben bleibt. Ein Bein gleitet tief, kommt hoch. Das andere Bein gleitet tief. Mit dem Ausatmen sinken lassen, mit dem Einatmen wieder hoch. Ich gehe aus der Übung raus, ihr macht weiter. Mit jedem Ausatmen sinkt ein Fuß und mit jedem Ausatmen sinkt auch der Bauchnabel. Der Beckenboden fließt nach innen oben. Man kann auch nochmal die Wahrnehmung an die beiden Sitzbeinknochen lenken. Und die können sich minimal aufeinander zubewegen. Da kann man so einen kleinen Bewegungsspielraum nutzen, das einfach beim Beckenboden mit einfließen lassen. Ihr macht noch weiter mit dem Ausatmen und mit dem Einatmen geht's hoch, ausatmen, sinken lassen, einatmen, hoch. Zweimal noch und dann kommt ihr zurück in den 90-90 Winkel und die Beine nacheinander wieder aus der Übung abholen, entspannen, egal wie. Jeder hat seine Entspannung, vielleicht bleiben sie stehen, vielleicht werden die Beine lang. Einfach mal ausprobieren oder die Beine ranziehen. Einfach locker lassen, dann kommen gleich die Low Abs 3. Und da geht es ganz besonders an den tiefen Bauchmuskel. Unbedingt jetzt vorher, es ist leichter, hier eine Taschentuchpackung sich dazwischen zu legen. Manche legen auch gerne ihre Hand hier in den Lendenbereich. Geht in die Imprint-Position, das heißt, dass der Lendenbereich einmal abgelegt ist, der ist gestempelt fest am Boden und der Stempel hält fest am Stempelkissen. Und mit dem nächsten Ausatmen gleiten beide Beine hoch in den 90-90 Winkel. Und gucken, dass wir jetzt hier die Position halten können. Manchen hilft es auch, die Hände und das Gesäß, wenn da nicht so viel Stabilität ist, zu legen. Und mit dem Ausatmen wollen wir beide Beine Richtung Boden sinken lassen. Mit dem Einatmen geht es wieder hoch. Ausatmen, tief einatmen, hoch. Ich höre auf mit der Übung, ihr macht weiter. Mit dem Ausatmen sinken die Füße, mit dem Einatmen wieder hoch. Und absolute Kontrolle im Beckenbereich. In eurem Atemrhythmus aus und wieder ein. Guckt nochmal, sind die Schultern noch entspannt? Sind denn da auch noch die Stirnmuskeln entspannt? Das Gesicht kann nicht mithelfen bei der Übung. Mit dem Ausatmen sinken lassen, mit dem Einatmen hoch. Entspannung in die Schulter, in die Arme bringen. Oder auch die Hände unterm Gesäß liegen lassen. Noch dreimal ausatmen tief und einatmen hoch. Wenn ihr dann dreimal geschafft habt,
Lass dir sanft die Beine nacheinander wieder sinken zu Boden. So, das war jetzt ganz viel Rückenlage. Ihr kommt jetzt gleich hoch in den Sitz. Auch das kann ich nicht mehr vormachen. Selbst wenn ich es wollte, geht es nicht mehr. Ich leite es aber an und ich werde gleich über die Seite nach oben elegant mich hochformulieren. Mit dem nächsten Ausatmen zentrieren und wir lassen die Beine nacheinander hoch in den 90-90-Winkel. Die Arme schweben über dem Boden und die Fingerspitzen zeigen nach vorne. Und mit dem Ausatmen fließen jetzt die Beine lang raus, der Kopf schwebt hoch und ihr kommt ganz galant jetzt nach oben hoch in den Sitz. So wie ich es auch fast gemacht habe. Und dann einatmend in die Länge gleiten. Und mit dem Ausatmen geht es wieder Wirbel, für euch tief. Ich bleibe hier oben und beide Beine kommen wieder in den 90-90-Winkel für euch. Gleiche Ausgangsstellung, die Fingerspitzen zeigen nach vorne und die Füße gleiten jetzt lang raus. Ihr kommt wieder hoch, einatmend in die Länge. Und ausatmend wieder tief runter gleiten, bis die Beine wieder am 90-90-Winkel sind. Eine letzte Runde mit dem Ausatmen. Lange Beine, Arme schweben nach vorne. Einatmen und ausatmen. Und dann gehen wir in den Vierfüßlerstand. Und wir kommen im Vierfüßlerstand an. Wir lassen die Hände fest am Boden, etwas breiter, ruhig. Und wir kommen auf der Matte ein bisschen weiter nach vorne. Es geht in die Planke mit dem nächsten Ausatmen, zentrieren wir uns. Und wir schicken die Beine lang raus, nacheinander geht's in die Planke. Die Planke ist nicht hier oben mit dem Gesäß, sondern hier unten. Die Beine sind auf einer Höhe mit dem Becken, mit dem Rücken. Lang bleibt die Wirbelsäule, lang bleibt der Nacken. Wir lassen ein Knie sinken, das zweite daneben. Die Schultern sind stark, die Schultern hängen nicht, die Schultern bleiben weit. Mit dem Ausatmen ein Bein nach dem anderen in die Länge gleiten lassen. In der Planke einen Augenblick verweilen. Und mit dem nächsten Ausatmen ein Knie, das zweite Knie daneben. Letztes Mal für euch, ich deute es nur an, ausatmen, lang raus und das zweite Bein daneben. Ihr haltet die Planke, weitet eure Schultern. Bringt Länge in den Nacken, lasst den Scheitel nach vorne rauswachsen und ein Knie nach dem anderen sinken lassen. Es geht in den Fersensitz und die Beine sind, die Handgelenke sind ganz gespannt, entspannt, gespannt. Und dann entweder so lockern oder Schleifchen malen oder dehnen. Ich schlage jetzt einmal alle Übungen vor, dass wo ihr merkt, das ist am schönsten, das einfach machen. Die können auch einfach nur liegen bleiben. Einfach ausprobieren. Ich lasse noch 10 Sekunden Pause für die Handgelenke, dann geht es auch schon weiter. Das ist die oberfunktionelle Übung für den Bauchmuskel. Das ist seine Aufgabe, dass die Wirbelsäule jetzt nicht durchfällt in der Planke. Wir kommen wieder zurück in den Vierfüßlerstand. Und mit dem nächsten Ausatmen zentrieren wir uns. Und der Bauchmuskel hat auch die Aufgabe, dass die Organe jetzt nicht rausputzen. Mit dem Ausatmen fließt ein Bein nach dem anderen in die Länge raus. Dieses Mal ist das Becken ein Tuck höher. Und wir lassen einen Fuß lang raus schweben. Das andere Bein fließt aus der Hüfte. Im Wechsel aus und wieder ein. Und aus und wieder ein. Und aus und wieder ein. Aus. Zweimal noch. Ein letztes Mal noch. Wir lassen ein Knie sinken. Das zweite daneben. Und ihr nutzt die Pause, die Aktivität fürs Handgelenk, die euch gut tut. Und dann gönnen wir dem Handgelenk ein bisschen Pause. Die Übung kommt nochmal. Und wir kommen wieder zurück
in den Vierfüßlerstand. Leg Pull Front ein zweites Mal. Lasst eure Schultern in die Weite gleiten. Mit dem Ausatmen fließt ein Bein nach dem anderen in die Länge. Das Becken ein bisschen höher gleiten lassen und ausatmen, fließt das Bein hoch. Ausatmen, fließt das andere Bein hoch. Bringt Länge in die Wirbelsäule. Lang raus. Ausatmen, lang. Fließt in die Länge raus. Noch zweimal. Noch ein letztes Mal. Wir lassen ein Knie, das andere Knie. Und dann haben wir es auch schon fast geschafft. Das heißt, ihr habt es fast geschafft. Das letzte ist der Stern 2. Letzte Übung für heute. Dann habt ihr es geschafft. Und dann kommen wir wieder nach vorne in den Vierfüßlerstand. Mit dem nächsten Ausatmen zentrieren wir uns und wir lassen ein Bein nach dem anderen in die Länge gleiten. Wir sind in der Planke. Die linke Hand landet unterm Brustbein. Und dann drehen wir uns zur Seite auf. Wir stapeln die Schultergelenke übereinander, wir stapeln die Hüftgelenke übereinander und wir haben die Innenkante von einem Fuß und die Außenkante vom anderen Fuß. Und mit dem nächsten Ausatmen geht es wieder zurück. Ein Knie, das zweite Knie daneben. Mit dem nächsten Ausatmen fließt wieder ein Bein nach dem anderen in die Länge. Die rechte Hand landet unterm Brustbein und mit dem nächsten Ausatmen drehen wir uns auf. Fühlt die Innenkante, die Außenkante der Füße und mit dem Ausatmen geht es wieder zurück. Wir lassen ein Knie tief, das zweite daneben und entspannen einmal. Jeder in seiner Version die Handgelenke und wir gucken dann mal, dass wir den Stern formvollenden. Mit dem nächsten Ausatmen wollen wir uns wieder zentrieren. Bringt Länge in den Nacken rein und wir lassen wieder ein Bein nach dem anderen in die Länge gleiten. Die linke Hand landet wieder unterm Brustbein. Wir drehen uns zur Seite auf. Und wir gucken mal, dass das Bein jetzt hoch schwebt. Und mit dem Ausatmen geht es wieder zurück. Lasst ein Knie tief. Das zweite daneben. Und mit dem nächsten Ausatmen fließen die Beine wieder in die Länge raus. Setzt die rechte Hand unter das Brustbein, verschraubt euch. Und hoch, hoch, die Matte stretcht, hoch schwebt das Bein. Und mit dem Ausatmen geht es wieder zurück. Wir lassen ein Knie und dann das andere Knie daneben. Einmal entspannt. Handgelenke lockern und die Arme gleiten nach hinten. Die Stirn wird abgelegt. Wir kommen wieder hoch auf alle Viere. Und dann wollen wir die Hände weit vor uns setzen, überkreuzen unsere Arme. Und schicken das Gesäß nach hinten hoch, die Stirn ablegen. Und wir richten uns wieder auf. Einmal andersrum überkreuzen und schicken wieder die Stirn runter. Wir richten uns wieder auf, setzen die Hände unter die Schultergelenke und werden ganz rund im Rücken. Den Rücken durchhängen lassen mit dem Ausatmen. Denkt an einen Katzenbuckel mit dem Einatmen. Denkt an eine Hängebrücke. Ach, das ist schön. Eine schöne Schwangerenübung. Löst die Verspannungen im Bauch. Dann lassen wir den Rücken wieder lang und dann schicken wir unser Becken zur Seite. Versuchen einen Blick auf die Gesäßhälfte zu erhaschen. Es geht wieder zurück und dann zur anderen Seite. Und wieder zurück zur Seite
und wieder zurück zur anderen Seite. Jede Seite einmal noch. Und dann geht es zurück, erst in den Fersensitz. Dann richten wir uns auf, kommen hoch in den Kniestand. Eine Ferse erreichen wir mit der Hand, der andere Arm bleibt hoch. Und es geht wieder zurück. Die andere Hand hinten an die Ferse. Und es geht wieder zurück. Sehr schön. Und dann kommen wir in den Schneidersitz. Und im Schneidersitz angekommen, lassen wir einen Arm hochgleiten und fließen zur Seite in die Länge. Und drehen uns so, dass wir nach oben schauen können. Und kommen wieder wie ein Roboter zurück aus dieser Bewegung. Lassen den anderen Arm hochgleiten. Und dann geht es rüber zur Seite. Drehen uns auf. Und wieder zurück aufrichten. Und den Arm sinken lassen. Dann geht die gegenüberliegende Hand zum Oberschenkel und wir verschrauben uns nach hinten. Drehen das Gesicht zurück, die Schultern kommen mit. Und dann geht es mit der gegenüberliegenden Hand zum anderen Oberschenkel. Wir verschrauben uns. Und drehen uns auch hier wieder zurück. Dann legt ihr die Handrücken auf und schickt die Handrücken lang nach vorne raus. Und Wirbel für Wirbel richtet ihr euch wieder auf. Wir drehen uns so, dass wir einmal die Füße aufsetzen können. Die Hände hinter uns und hoch schicken wir das Becken. Beine, das Becken, der Rücken und der Kopf bilden eine Linie. Also wir hängen nicht, bleiben lang. Und wieder zurück. Eine kleine Balanceübung zum Ende der Stunde. Wir schnappen uns die Großzehengelenke und hochgleiten die Beine. Und es geht wieder runter, absetzen. Und dann geben wir uns einen Schubs nach vorne auf die Matte. Kommen in die Standhocke, so nenne ich sie ganz gerne. Wir falten unsere Hände und mit dem Einatmen richten wir uns auf, führen die Hände zum Solarplexus. Mit dem Ausatmen werden wir rund. Einatmen lang und mit dem Ausatmen geht es tief. Einatmen, hoch geht's. Ausatmen, runder Rücken. Einatmen, langer Arm. Und ausatmen wieder tief. Schaufelt die Energie zu euch, führt sie zum Herzen. Lasst alles Negative los. Einatmen, lange Arme. Ausatmen, tief. Einatmen, hoch. Es geht schräg zur Seite weg. Einatmen, lang. Und ausatmen, tief. Einatmen, ausatmen. Einatmen, tief geht's. Einatmen, hoch. Ausatmen, rund, einatmen, lang und ausatmen, tief. Holt euch die Energie für den Tag und lasst nochmal alles los. Einatmen, lang
und ausatmen geht es tief. Letzte Runde ein und aus. Und ein und aus und entspannte Arme, entspannter Körper. Ich hoffe, die Bauchmuskeln sind heute straff. Meine sind es definitiv und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend. Kommt gut in die Nacht oder gut in den Tag. Und dann war es das mit dieser heutigen Session Bauchmuskeln.